Da die Rede heute in der 146. Bundestagssitzung heute, also vielmehr von gestern, vom 16.01.2024 von Felix Banasack, habe ich ja sehr viele Klicks, sehr viele E-Mails. Werde ich jetzt nochmal die Rede komplett, in ja nur 5 Minuten, euch präsentieren, was er sagt aus Sicht der grünen Politik oder Sichtweise. Wer neu ist, kostenlos Abo dalassen, Video auf jeden Fall teilen. Scheint ja sehr interessant zu sein, was hier bei mir jetzt auf dem Kanal, wie viele Klicks ich da habe, ist schon sehr erstaunlich. Also hören wir mal rein. Als erstes möchte ich euch den Herrn Felix, ne, oben Bundestagsabgeordneter, bin ich auf der Seite. Auch nochmal danke hier für alle kritischen Stimmen, da ich jetzt hier nicht alle Abkürzungen genau kenne. Das verzeiht mir bitte, weil ich sitze hier nicht im Bundestag und kann hier nicht alle Wahlkreise, die Abkürzungen hier genau kennen. Dafür brauche ich ja euch und könnt auch ruhig in die Kommentare reinschreiben. Aber bitte keine Beleidigungen, weil ich bin ja kein blauer Schlumpf. Ne? Immer ein bisschen nett bleiben da in der Hinsicht. Ne? Derjenige weiß schon, wen ich da meine. So, gehen wir hier bei Felix Banasack, Bündnis Grünlich die Deutsche, Sozial- und Kulturanthropologe, was auch immer das sein mag. Ne? Gehen wir mal rein in seinen Lebenslauf. Steinberg-Gymnasium Duisburg, Abschluss Abitur 2010 bis Freie Universität in Berlin, Studium, Abschluss als Bachelor, also hat er hier wohl einen Abschluss. Dann Zivildienst Altenpflege, Mitarbeiter bei Dirk. Ne? Schauen wir mal. Ne? Also hier von bis 14. Und in Berlin von 2010 Mitarbeiter bei Dirk Behrendt, Mitglied des ja, Landtag oder MDA, Abgeordnetenhaus von Berlin. Also Mitglied des Abgeordnetenhauses in Berlin. Also war er hier auch schon zeitgleich Studium, wie ich das hier so sehe. Und dann hier auch Mitarbeiter, ja, Leiter des Europahauses Düsseldorf. Büro, Entschuldigung, Büro und ja, seit 2014 Mitglied, also parallel hier mit der Universität Berlin, eigentlich auch nie richtig gearbeitet, wie ich hier so sehe. Zivildienst vorher gemacht, vor dem, ne, vor dem Studium und eigentlich auch nicht richtig gearbeitet. Jetzt ist die Frage, hat er hier den Abschluss gemacht? Steht zwar da, nehmen wir da mal so hin, okay, also hat einen Abschluss und gewählt über die Landesliste. Ne, wo ich ja eigentlich total dagegen bin. Und hier haben wir den Wahlkreis 116 in Duisburg 2. So, das ist jetzt der Felix Banasack. Und gehen wir mal in die Rede rein. Mal gucken, wo habe ich die jetzt? Muss ich mal eben schauen. Das ist halt euch, genau, weil das scheint ja doch hier sehr hoher. Na, Herr Kubicki hat ja gerade aufgerufen. Und jetzt hören wir doch mal rein, was er sagt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist die erste inhaltliche Debatte in diesem Jahr in diesem Hause und auch die erste Debatte seit Bekanntwerden, dass AfD-Politikerinnen und Politiker hochrangig mit anderen Rechtsextremen gemeinsam Deportationspläne diskutiert haben. Und deswegen erlauben Sie mir bitte ein paar grundsätzliche Bemerkungen zu Beginn. Es ist nämlich auch die erste Debatte, seit überall in diesem Land Menschen aufstehen. Aufstehen gegen diese rechte Gefahr. Aufstehen gegen diese Fraktion. 30.000 allein gestern in Köln. 25.000 in Berlin. 10.000 in Potsdam. 8.500 in Hannover. 2.500 bei mir in Duisburg. Und ich könnte die Liste um viele weitere fortsetzen. Menschen stehen auf in diesem Land gegen diese rechte Fraktion, die nichts als Missgunst und Niedertracht anzubieten hat. Und das ist ein Hoffnungsschimmer in diesen schweren Tagen. Es ist aber auch, meine Damen und Herren, ein Auftrag, ein Appell an die demokratische Mitte dieses Hauses, alles dafür zu tun, dass diese rechte Propaganda, diese rechte Mobilisierung keinen Erfolg hat. Und deswegen, meine Damen und Herren, möchte ich mich gerne an die Angesprochenen, Herr Brandner, nehmen Sie irgendwas, damit Sie ein bisschen runterkommen. Ich möchte gerne die Gruppen ansprechen und adressieren direkt, die hier angesprochen werden.
An die Landwirtinnen und Landwirte möchte ich mich richten, an das Handwerk, an die Gastronominnen und Gastronomen, an das Transportgewerbe. Wir hören Sie und wir sehen Sie. Wir sehen Ihre Anliegen, wir sehen Ihre Probleme, wir sehen die Herausforderungen, vor denen Sie stehen. Und wir sehen insbesondere da, wo Sie sich legitim und in einer Demokratie vollkommen zu Recht für Ihre Belange einsetzen. Denn genau das, auch Protest, auch wütender Protest, macht eine lebenswerte, eine lebendige Demokratie aus. Und ich kann Sie nur ermutigen, das weiter zu tun, auch wenn es Protest ist, der inhaltlich sich gegen Politik richtet, wie ich Sie auch heute vertreten werde. Das ist Demokratie, die wir auch gegen diese Fraktion verteidigen werden. Ich kann Ihnen heute nicht versprechen, dass jedes Anliegen, das Sie formulieren, umgesetzt werden kann. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass immer dann, wenn demonstriert wird, es eine Korrektur gibt, wie die Kollegin de Reda gerade angesprochen hat, weil demokratische Politik lernfähig sein muss und sie sich genau darin beweist, dass sie lernfähig ist und sich korrigieren kann und das kein Hin und Her ist, sondern genau das, was von ihr erwartet wird. Ich will aber deswegen, weil wir hier ehrlich miteinander diskutieren sollten, sagen, dass es nicht redlich ist. Dass es nicht redlich ist. Seit Jahren, und ich spreche deswegen die Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion an, seit Jahren durch dieses Haus und durch diese Gesellschaft zu laufen und zu sagen, es muss gespart werden. Sparen, sparen, sparen. Die Schuldenbremse ist das Wichtigste. Keine neuen Steuereinnahmen. Nein, weitere Steuersenkungen und damit die Möglichkeiten dieses Staates weiter zu begrenzen. Und dann, wenn die Ampel das tut und wenn sie darauf reagieren muss, dass sie von Ihnen rechterweise angestrebte Klage erfolgreich ist, konsolidiert und spart, jede einzelne Maßnahme zu skandalisieren, und zwar in einer Form, dass sie diese Gesellschaft in einer schwierigen Lage weiter aufhetzt, weiter spaltet, weiter aus der demokratischen Mitte aufbringt. Wir haben eine Verantwortung in der Regierung, aber auch Sie haben eine Verantwortung dafür, dass die demokratische Mitte in diesen schwierigen Zeiten zusammenhält, und Sie werden dieser Verantwortung gerade nicht gerecht. Sie werden dieser Verantwortung nicht gerecht, wenn Sie immer nur sagen, wo nichts gespart werden darf, außer abstrakt. Denn, meine Damen und Herren, was wir gerade erleben, ist doch einfach schlichte Mathematik. Man kann abstrakt und wohlfeil immer wieder sagen, hier muss die Ampel mal priorisieren, hier muss sie konsolidieren, überall wird etwas ausgegeben. Und dann keinen konkreten Vorschlag zu machen, wo denn wirklich gespart werden soll, sondern immer nur die Menschen auf den Baum zu treiben, wenn es darum geht, dass tatsächlich etwas getan wird. Und deswegen ist das, was wir heute diskutieren, es sind schmerzhafte Einsparungen. Ich weiß, dass auch der abgeschwächte Pfad im Bereich des Agrardiesels einige Betriebe, und wir sind alle mit diesen Betrieben im Gespräch, vor große Herausforderungen stellen wird. Ich weiß, dass auch das Auslaufen von Mehrwertsteuersenkungen in der Gastronomie viele Betriebe neben dem Fachkräftemangel und vielen anderen Dingen, die wir in der Gesellschaft erleben, vor Herausforderungen stellen wird. Aber glauben Sie nicht, dass diese Fraktion auch nur eine einzige Maßnahme ergreifen wird, um Sie zu unterstützen. Ich bitte Sie, machen Sie weiter, lassen Sie sich von diesen Volksverhetzern nicht vereinnahmen für Ihre legitime Sache. Vielen Dank. Ich schalte euch mal um. Also was der Herr Banasack da am Ende gesagt hat, dass die AfD eine Volksverhetzerpartei wäre oder Volksverhetzung machen würde. Dafür wurde er von Herrn Kubicki wohl gerügt, muss er wohl eine Strafe zahlen, weil so geht's auch nicht. Und was fällt dem eigentlich ein? Wer meint der eigentlich, wer er hier ist? Die Grünen sitzen doch hier in der Regierung oder etwa nicht. Und die ganzen Maßnahmen, die jetzt in den 2 Jahren getan worden sind, die haben doch uns Bürger, uns abhängig Beschäftigte, Angestellte total in die Armut getrieben, die Unteren. Und wenn er sagt, er redet mit allen kleinen Bauernhöfen, dann bin ich mal gespannt. Bitte schreibt mal in die Kommentare, ob hier die Grünen euch besucht haben und über eure Probleme geredet haben und auch Lösungsvorschläge vorgeschlagen haben. Da bin ich mit Sicherheit davon überzeugt, dass kein einziger da war. Weil das interessiert hier überhaupt gar nicht. Das ist alles hier gewollt und geplant, dass das hier sich konzentriert, dass wir hier ein Monopolmarkt bekommen in den kleinen Betrieben, in Gaststätten, in den kleinen Handwerkern, Bäckereien, Fleischereien, Einzelhandel, Ärzte,
Und jetzt auch die Landwirte, Handwerker, die sind ja alle hier betroffen. Die zahlen den hohen Strom, den hohen Gaspreis. Und es soll hier so ein Klimageld ausgezahlt werden von 100 Euro pro Person. Das ist doch lächerlich in meinen Augen. Die fahren hier dicke Gewinne ein. Hier die Stromkonzerne, RWE, Vattenfall, Bayernwerke und E.ON machen hier riesengroße Gewinne. Da ist bestimmt für jeden 3-4 Euro drinne, weil wir zahlen ja auch den teuren Strompreis und den Gaspreis. Da ist ja auch das ganze Gedeckelte, das ist doch trotzdem noch viel zu teuer. Und die AfD hat hier ganz klare Vorschläge. Muss ich nochmal sagen, die wollen zurück zur Kernenergie, alle 11 Kernenergien wieder anstellen. Das sind die sichersten, die waren die sichersten weltweit. Die kann man auf den neuesten Stand bringen. Man kann Atommüll weiter verbrennen, draus Strom machen, dann Nord Stream 2 reparieren, mit Russland sofort Waffenstillstand bekommen und mit Russland wieder Verträge machen, dass wir billiges Gas bekommen, vierfach billiger als das LNG-Gas. Das sind schon mal richtige, wichtige Maßnahmen. Dann die Grenzen zu, keine Illegalen mehr hier einreisen lassen ohne Papiere, ist auch für mich ein sehr wichtiger Punkt. Dann alle Kriminellen, alle, die hier kein Bleiberecht haben, hier auch aus Deutschland wieder zurückführen. Das nennt man Remigration, das ist nun mal so. Und dieses private Treffen, was der da am Anfang angesprochen hat. Da war keiner von der AfD als hochrangiger Politiker anwesend. Da waren ja auch CDU-Leute und einige Leute von der Werteunion. Und das war ein privates Treffen und dieses Kurativ, diese Zeitung oder diese Gesellschaft oder diese Firma, wie kommen die eigentlich da rein? Habe ich auch schon mal gefragt, wie machen die dann die haben die ja Wanzen angebracht, haben die ja private Kameras angebracht, waren da V-Männer, wie ist das technisch da abgelaufen? Und das ist ja auch schon strafbar, meine Meinung. Und da ist ja nichts Schlimmes geredet worden. Da wird vielleicht auch viel aufgebauscht, wie man auch hier mit an der Fähre, das waren Bauern und das wurde alles inszeniert. Da ist kein einziger Haftbefehl da ausgehändigt worden von der Polizei. Da war aber auch alles friedlich. Und Herr Habeck als Vizekanzler muss sich auch den Bauern, muss sich auch den unangenehmen Wählerschaften stellen. Und nicht irgendwo in Davos oder in Oman hier reden, wie toll Deutschland hier ist, was hier alles klasse läuft mit Wind und Solar. Hier läuft überhaupt nichts mehr. Wir stehen kurz vor Blackouts. Hier in Baden-Württemberg müssen die Leute schon ihren Strom abschalten, haben hier so eine Warn-App, weil das von oben, vom Norden nach unten nicht mehr runterläuft. Wenn jetzt alles hier zugeschneit ist, läuft überhaupt keine Solaranlage mehr. Alles ist voll Schnee und wenn nachts keine Sonne scheint oder bei schlechten Tagen, dann bin ich mal gespannt, wo bekommt denn Deutschland hier seinen ganzen Strom her. Da gehe ich ja richtig hier steil und das würde ich ihm ganz klar hier so sagen, ganz klare Ansage, das muss die AfD mal ganz klar die 10 Punkte nennen, dass die da auch im Parteiprogramm stehen haben und das dann auch nachher umsetzen. Und da kann man nur hoffen, aber nochmal, die reagieren jetzt alle so extrem und nennt denn hier, wie viele hier angeblich gegen rechts demonstriert haben, jetzt kommen die alle um die Ecke. Die AfD gibt es seit 2013, sitzt seit 2017 im Bundestag und redet permanent von dieser Einwanderung und auch eventuell raus aus dem Euro. Das ist ja auch noch so ein Thema. Vielleicht ist das hier alles auch, was den Deutschen mega, mega schadet, weil ich möchte nicht, dass die Politik und das Kapital zusammen hier bestimmt mit Verordnungen und was der Habeck davor hat, mit seinem Great Reset, Klaus Schwab und redet da irgendwann in Davos, und stellt Deutschland dar, als wären die hier, wären wir hier top in Deutsch, in der Welt. Wir stehen auf dem letzten Platz, haben seit 2 Jahren Rezession. Wir haben hohe Arbeitslosenzahlen, an die 3 Millionen. Die schwarzen Zahlen will ich gar nicht wissen. Vielleicht nochmal 3 Millionen da drauf, die im Bürgergeld sind, die werden ja gar nicht mitgezählt. Und nochmal die ganzen 1 Million Einwanderer aus der Ukraine sind ja gar nicht da drin, in den Arbeitslosenzahlen. Hier wird ja alles schön gerechnet, damit hier das Volk nicht in Panik gerät. Das sind aber die nackten Tatsachen und die Leute, die betroffen sind, die mit 55 ihre Arbeit verlieren, die werden das Topgehalt gar nicht mehr bekommen, was die vorher verdient haben, die kriegen vielleicht gerade mal die Hälfte. Das sind alles Tatsachen, das ist hier nicht hier irgendwo aus der herbeigezaubert, das kann ich hier alles belegen und so ist es und lest das Buch, lest die 90 Seiten von der AfD, das Parteiprogramm, die meisten haben das überhaupt nicht gelesen und die Altparteien haben ab
regiert. Auch die CDU, das wird ja auch da in der Rede ganz klar, die haben das ja alles übernommen von der CDU, von der Merkel, von Schäuble, alles kaputt gespart, die schwarze Null, jetzt die Schuldenbremse, eigentlich muss die gelöst werden, keine Schuldenbremse, und in Straßen, in Schulen, in Hochschulen, in den öffentlichen Bereich, in den Wohnungsbau, in den sozialen Wohnungsbau investieren. Wird da überhaupt nicht mehr gemacht. Und dann hier alle Kriminellen, die hier sind oder die unsere Rechte und Normen nicht respektieren, akzeptieren wollen, die nicht Deutschland mit aufbauen wollen, die müssen leider Deutschland verlassen. Und das sagt ganz klar, tolle Rede von Kai Gottschalk, bitte das Video mal hören, der bringt das da alles auch auf den Punkt. Und das kann ich so alles unterschreiben. Richtig klasse Rede, top Mann, top ausgebildet und alles klasse dargestellt und mit einem richtigen Sprech. Weiter so. AfD macht weiter so, ihr seid auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ich kann euch da nur unterstützen. Und Werteunion und mit der Wagenknecht vielleicht zusammen, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber diese Kampagne, das werden wir vielleicht noch viel länger hören. Vielleicht kommt dann bald wieder was Neues mit geheimen Treffen. Und nochmal, da war weder Alice Weidel, noch Timo Kupala, noch Gauland, noch ein hoher Politiker war von der AfD bei diesem Potsdamer Seetreffen, war nicht dabei. Ganz einfach auf den Punkt gebracht. Und das war eine private Veranstaltung. Hört die Pressekonferenz von der AfD, von der Alice Weidel. Die sagt das nochmal ganz klar. Und das ist eigentlich eine Frechheit. Ich würde Hendrik Wüst und Strack-Zimmermann für ihre Äußerung. Hendrik Wüst sagt, die AfD wäre eine Nazi-Partei. Jetzt hier Strack-Zimmermann redet von einem Scheißhaufen. Und jetzt kommt der Herr Banatzak und sagt hier Volksverhetzung. Ich würde die alle anzeigen. Geht das eigentlich nicht? Es ist unfassbar, wie das hier jetzt hier umschlägt. Aber kann ich nur hoffen, dass die AfD da ruhig bleibt. Das Volk hört das. Ich werde das hier verbreiten, die Videos, und werde das kommentieren. Weil so geht es auch nicht. Und die Bauern, das sind keine Rechten. Und die wollten auch nicht hier einen Umstoß, was der Habeck da gesagt hat, einen Putschversuch. Und jetzt ist er in Oman, jetzt ist er auf Davos und redet da irgendwann auf Englisch wunderschön, wie toll Deutschland geht. Und Deutschland geht überhaupt nicht gut. Stehen am 20. Platz der G20. Da weiß ich nicht, wer hier spinnt. Spinne ich jetzt hier? Oder können die Wahrheit nicht vertragen? Oder lebt er gar nicht in seiner realen Welt? Den Eindruck habe ich manchmal. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Das war jetzt nochmal so ein Schlussstatement gegen Felix Banasak. Keine Abschluss, genau wie Ricarda Lang. Die hat sich gestern mal Markus Lanz sowas von blamiert. Auch die Baerbock mit ihrem Buchschreiben, mit den Fehlern. In wie viel Fettnäpfchen tritt sie mit 360-Grad-Wendung? Hier fahren Kobolde durch die Gegend und China ist 100.000 Kilometer weit entfernt. Das sind für mich gravierende Fehler und erklärt Russland den Krieg. Das sind ja Tatsachen, das ist ja passiert. Das erfinde ich ja hier nicht. Und Kiesewetter und Strack-Zimmermann wollen immer mehr Waffen liefern, am besten noch die Taurus-Raketen. Gibt den Zelensky doch eine Atomrakete, damit der Russland angreift. Russland ist eine Atommacht, die werden nicht besiegt werden. Und dieser Krieg hat seit 2014 begonnen und hat die CIA und die Amerikaner haben da ihre Hände mit im Spiel. Und kein Land möchte vom Gegner seine Raketen da stehen haben. Dann würden die Amerikaner genauso handeln, habe ich ja auch schon mehrere Videos gesagt. Und so ist es. Und da kann man nur hoffen, wenn die AfD oder Trump, dass man sofort mindestens einen Waffenstillstand, dass da keiner mehr stirbt. Das ist ja verheerend bei dem Wetter. Und da müssen diese jungen russischen Soldaten, die jungen ukrainischen Soldaten überhaupt keine Perspektive mehr und müssen da für Europa, ist ja hier... Machen wir es ja so, als wenn Russland hier Deutschland angreifen würde. Ich glaube, manchmal ist hier die NATO oder hier alles auch Größenwahn. Aber das werden wir auch Ende Januar wieder hören auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Da wird halt alles wieder hochgebautscht und jetzt kriegt auch Zelensky 8 Milliarden Euro. Und was hat Habeck gesagt? Deutschland wird alles dafür tun, dass die Ukraine nach dem Krieg perfekt aufgebaut wird. Dafür steht Deutschland wohl gerade, also nicht für unsere Infrastruktur, sondern das ganze Geld geht nach der Ukraine und da wird alles neu aufgebaut. Das hat er wohl heute in Davos gesagt. Werde ich aber auch noch ein Video zu machen. Es ist unfassbar, wie hier mit zwei Seiten hier bemessen wird. Für den Deutschen ist nichts über. Hier wird alles kaputt gespart. Keine das ist ja keine Subvention. Das sind ja Agrarvergünstigungen. Und wenn die Bauern in Luxemburg und in Belgien für 20, 30 Cent den Diesel tanken, dann ist der deutsche Bauer, der Landwirt, gar nicht mehr konkurrenzfähig.
wie gesagt, und alle Subventionen für die Bauern aus Brüssel hat ja auch viel mit Auflagen zu tun, mit welchen Saatgut, mit genmanipulierten Saatgut und. Ich möchte hier keine genmanipulierten Tomaten oder Erdbeeren essen oder hier Insekten essen. Das ist für mich das ist für mich absolut nicht vorstellbar. Und dass wir hier Fleisch aus Spanien bekommen, wie der Herr Goldschott hier sagte, es ist unfassbar. Hier muss was passieren. Das muss man doch hier sehen. Also, aber da wie gesagt, die Altparteien mit der CDU zusammen haben Angst um Kontroll- und Machtverlust. Aber die CDU kann sich da noch in Sicherheit wiegen, weil die sind ja noch bei 30%. Noch sollte das hier mit den Listen, mit der ersten Zweitstimme, wo die, die Erststimme soll wegfallen. Dann käme die CDU gar nicht mehr in den Bundestag, weil die gar nicht mehr die 5% schaffen in Bayern. Dann hat die CDU nur noch 25% und dann geht die Rechnerei los. Und dann noch eine Wagenknechtpartei und von mir ist noch eine Werteunion. Hans-Georg Maaßen, kann ich nur euch bitten, macht eine Werteunion auf, dass die Wähler noch eine Alternative haben und dann ein gescheites Parteiprogramm aufstellen. Und dann werden wir ja sehen, wie es, ne, wenn ich jetzt, wann dann. Und so sehe ich das. Ne? Okay, war jetzt ein langes Schlusswort, aber sowas geht. Riech mich halt auf, wenn ich hier sowas höre, wenn ich manche E-Mails da lese, da gehe ich dann auch schon steil, weil wenn dann behauptet wird, die AfD hat keine Lösungsprogramme, das stimmt ja gar nicht. Die kann ich ja mal aufschreiben, die 10 wichtigsten Punkte habe ich ja gerade schon genannt und damit würde Deutschland einen Riesenschritt nach vorne machen. Das käme direkt beim Bürger an. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass alle in eine Rente einzahlen. Altersarmut muss bekämpft werden, dass die Rente wieder auf 60-70% hochgeschraubt wird und dass alle Reichen alle rein in die Rentenkasse einzahlen und dann auch ich würde noch eine Vermögen- und Erbschaftssteuer ab einer gewissen Summe auch einführen. Da wäre ich dann für, weil das ganze Kapital muss von oben nach unten verteilt werden. Dann braucht man richtige, gescheite Arbeitsverträge. Dann muss das Hartz IV, das Bürgergeld, muss komplett abgeschafft werden. Das muss wieder in die alte Form zurück. Man muss Sozialleistungen und Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe wieder trennen. Das haben wohl viele vergessen. Da wird überhaupt nicht mehr drüber geredet, wo das eigentlich herkommt. Und da muss genau geprüft werden, wer bekommt das nicht. Und dann die Leute, die arbeiten können, arbeiten wollen, auch richtig betreuen. Und nicht hier mit solchen 1-Euro-Jobber oder Zeitarbeitsleuten oder Zeitarbeitsfirmen, die würde ich auch abschaffen. Aber das sage ich ja auch schon mehrmals, weil das ist auch eine Ausbeutung der Arbeiter und Angestellten, weil er muss ja die Firma dann mit noch durchfüttern, auf Deutsch gesagt. Das fehlt ja bei ihm in der Lohntüte. Das sind Arbeitsverträge, katastrophal, gar nicht mehr tarifgebunden, im Billiglohnsektor sowieso nicht mehr und in den prekären Jobs oder 520 oder Minijobs, das sind ja katastrophale Arbeitsverträge. Heute eingestellt und Freitag vielleicht wieder entlassen, wenn der Unternehmer meint, nee, ist doch nicht so toll, passt nicht, ist er wieder raus. Und dann diese Kettenverträge und, aber das wird es hier zu weit führen. Da kann man alle Bereiche hier aufschließen. Und hier, wie gesagt, Kriminelle würde ich sofort abschieben. Das ist, und die ganzen Gefängnisse sind voll von Migranten. Und die meisten Messerstecher, die meisten Vergewaltiger haben Migrationshintergrund. Das ist eine Tatsache und die möchte ich nicht in Deutschland haben. Punkt aus. Gut, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Danke für eure Aufmerksamkeit und dann sage ich mal bis zum nächsten Video.